Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Wolfsburg und Landkreis Gifhorn in der Version 1. Das ist eine semireale Karte, die wir in einer früheren Version schon einmal gespielt haben. Jetzt ist die Karte in der, sagen wir mal, finalen Release-Version angekommen, aus dem 0.x-Stadium raus. Und ja, genau, das ist die Version 1 mit insgesamt 4 fahrbaren Linien und wir werden jetzt heute mal eine der Linien abfahren, und zwar ist das die Linie 202. Wir führen uns zum Hauptbahnhof und wir kommen dann zwischendurch auch noch am VW-Werk vorbei, wie ich glaube ich der Karte entnehmen konnte. Ich mal die mutieren und das sollte auch vielleicht eine ganz interessante Mischung sein, hoffentlich. Genau, was wir jetzt hier im Bild sehen, ist ein Neoplan N4021. Für den gab es halt ein passendes Repaint. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann man, das hört sich nach einem Plan an. Fangen wir mal mit dem Kollegen. Und ja, würde ich sagen, wir steigen gerade mal ein. So, ach komm, da stehen sogar schon ein paar Fahrgäste. Werden wir doch schon mal gekonnt nach vorne ziehen. So. Oh, der Blinker ist ja laut. Als ob ich das heute schon mal erzählt hätte. Schöne zweite Anmoderation ist immer eine tolle Sache, ne? Ja, würde sagen, wir schauen gerade nach der Route. Welche Route wir wohl haben werden. Habe ich heute noch gar nicht probiert, dass es eventuell die Route 3 sein könnte. Okay, sorry. Ja, das war jetzt... ja, es ist immer... Weißt du, ich habe vor so tolle Erkenntnisse erlangt, tatsächlich. Hallo. Guten Tag. Ja, jetzt kommt er zurück rüber, als ob das irgendwie, naja, obvious wäre. So, Wolfsburg Hauptbahnhof, da fahren wir hin. Ansonsten können wir mal Licht anmachen. Ich habe mich auch gerade schon über die schrägen, also, sagen wir mal, ne, quermontierten Lichter interessiert, angeregt, unterhalten. Ja, jetzt habt ihr die auch nochmal gesehen. So, müssen wir mal schauen. Nordfriedhof, genau, da stehen wir ja gerade. Eingang. Ich glaube, wir fahren los um 10 Uhr und 11. Genau, Nordfriedhof, Nordfriedhof, Eingang, Waldfriedhof. Okay, krasser Shit. Das wird dann wohl alles hier in der Gegend sein. Das ist jetzt erst 10.09 Uhr. Das habe ich irgendwie wesentlich kürzer gebraucht als vorher. Habe ich bestimmt relevante Informationen euch vorenthalten an dieser Stelle, was mir natürlich nicht leid tut, weil es gibt keine relevante Informationen in diesem Let's Play. Muhaha. Ja, jetzt also Minute vorher so ganz grob, war schon mal so die Tür zu, wenn da keiner mehr ist. Ich glaube, es waren auch relativ viele Busse hier auf dem Umlauf. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da aber von irgendjemandem jetzt zu Schaden kommt, wenn wir da jetzt ein bisschen Minütchen früher losfahren. So. Aber ich finde den Blinker in der Tat aber schön. Ich finde es angenehm laut. So, hier fällt uns irgendwie der Spiegel im Gegensatz zum 4016. Aber gut, so ist es halt. So, da ist niemand. Nordfriedhof. Nordfriedhof. So, wollen wir mal gucken. So, bis so weit bin ich vorher auch gekommen. Jetzt schauen wir mal. Da ist frei, links. Ich weiß es nicht. Es ist generell sehr viel los. Ist ja eine Autostadt, von daher. Wenn er jetzt abbiegt. Ja, gut. Hätten wir natürlich vorher gewusst. So, links, wenn er durch ist. Wie sieht es hier aus? Ja, wunderbar. Dann können wir ja mal fahren hier, ne? Ich will ja nicht ganz aus dem Knick kommen hier, ne? Ich habe gerade hier mal Vollgas gemacht. Ach so, genau. Die erste Haltestelle konnte ich gerade noch so fahren. Ansonsten bräuchte ich... Ah, ja, Mann, du hast dich aber gut versteckt, ne? Sag mal... nächstes Mal könnten Sie sich vielleicht bitte nicht hinter den Ding da stellen. Das ist für einen Busfahrer in der Tat irritierend. Ja, sorry, dass ich da ein bisschen auf das. Da kann ich jetzt auch nichts machen. Er soll sich mal nicht so anstellen. Und wenn dann hinten. So, das haben wir alle so gelernt. Damals im Benimmkurs für Autofahrer. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall starten wir jetzt eben so ein bisschen ländlicher, so wie es aussieht. Ein bisschen außerhalb gefahren. Wenn wir jetzt den kompletten Linienweg fahren würden, was wir jetzt nicht tun, wir fahren jetzt einen Kurzläufer hier, dann würden wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter draußen starten. Ansonsten geht es für uns jetzt dann halt eben ein bisschen, guten Tag, in den städtischeren Teil. Und, ja, genau, so ist es. Das heißt, das ist dann vielleicht der interessantere
Also der relativ interessante Part. Andere Teile können wir uns dann vielleicht in weiteren Folgen nochmal anschauen. Vorausgesetzt, man versteht mich. Wobei, dann ist das mit dem Anschauen gar nicht mehr so verkehrt. Weil wenn das hier so laut scheppert, dann versteht man mich nämlich nicht. Dann muss man tatsächlich immer nur an... Also gut, was hat denn... What the fuck? Welche Map hat das mitgeliefert? Und warum macht man sowas? Ist egal. Das ist jetzt... wird der dann halt... Das, so sieht jetzt dann halt eben aus. Kann ich ihm auch nicht helfen. So. Da müssen wir euch Vorfahrt haben, aber ich schau mal ganz... Ach, hier. Ach, Waldfriedhof. Terminus. Okay. So, ganz schön viele Termini hier tatsächlich. Heftig, heftig. Es gab nur... Irgendwie zumindest habe ich keinen Entry Point gefunden für die Linie. Also für den Nordfriedhof habe ich eigentlich keinen Entry Point gefunden. Ich habe mich da jetzt irgendwie hinfliegen müssen. Apropos hinfliegen. Soll ich hier irgendwie... Soll ich fliegen oder... Komm, ich... Da passe ich ja zwischendurch, ne? Das Auto wird jetzt nicht fahren, denke ich mal. Weil der Pfad noch blockiert ist, aber... Mir macht das jetzt spontan nichts aus, tatsächlich. So. Ja, Schepper hier, ne? Jetzt haben wir noch immer der Tüte da. Oh, aber geht hier richtig was ab, du. Weißt du gar nicht, wo du hin sollst. Ich fühle mich überall so... So... Fehl am Platz. Ja, jeder hupt und trötet und... Laufen Leute über die Straße. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Kann ich zumindest nach hinten gucken? Nee, ich kann nur da nach hinten gucken. Nee. Naja, gut. Schade. So, Abfahrt. Aber kann sagen, da müssen wir bestimmt jetzt einen haben, der da schon wieder über die Dings da läuft. Natürlich. So, noch mal einer? Nee. Nichts mit Fußgängern, dann ist ja gut. Ich wollte gerade den schönen Sound da hören. Das ist jetzt hier aber nicht so, wie das sollte. Wo ist denn da? Wo kann man denn da? Kann ich da irgendwie außen rum? Wie komme ich da durch, dass ich meinen Bus kaputt mache? Also es ist ein Kreuzungsobjekt, ne? Hat er wahrscheinlich irgendwie... Ist er irgendwie... Mal vorsichtig, vorsichtig. Ne, okay, dann müssen wir mal ganz kurz leider... Trick 28b und danach Trick 94c-2 anwenden. So. Jetzt machen wir Trick 94. Ach, keine Ahnung. Hab die Zahl schon wieder vergessen. Passiert schon achtend. Das war es auch nicht der Plan. Okay, wir lassen, glaube ich, Trick 94c-52xmb. Lassen wir, glaube ich, an der Stelle mal in Frieden. Der hat sich jetzt nicht bewährt. Schade. Oh, nee. Ich hasse diese... Ah, dieses depperte... Ah. Ich weiß nicht, wer das eine coole Idee fand. Ich weiß, man kann das skriptmäßig, kann man das deaktivieren, aber wer fand das denn eine coole Idee, dass man... Ja, das war aber knapp. Dass man für Reparaturen Zeit braucht. Halte ich für eine irgendwie, weiß ich nicht... Finde ich nicht cool. Ja, da kann man alles, das ist busspezifisch. Ich weiß, das kann man im Skript deaktivieren, aber was muss ich da für Busse deaktivieren, die ich fast nie fahre? So, naja, gut. Hier möchte ich die dritte Tür auf. Die automatisch? Ja. Oh, die hätte sogar eine... Guck mal, wir haben da Außenschwenktüren. Also Schwenkschiebetüren. Die asynchron zugehen, das ist ja cool. Okay. Naja, gut, dann haben wir das wohl irgendwie... Ja, Manni, der hat einfach mal ein bisschen warten müssen. Er kann ja nicht aber über die Straße laufen. Ich wollte da jetzt mal den Sound hören. So. Ich hab mir auch schon gefragt, warum das außen so laut ist. Ja, gut, das kann natürlich unter Umständen an der geöffneten Tür liegen. Ja. Experten sprechen aber davon, dass das nicht in jedem Fall zu 100% so stimmt. So. Was will mir dieser Strich jetzt eigentlich sagen? Diese Linie da. Darf ich das echt nicht drüber fahren? Oder... Ach, das... Ja, strange. ST-Range, ne? Das sind auch bestimmte Initialien, wenn
für Gronks Sohn später mal. Der muss er irgendwie so nennen, dass man ihn mit ST-Rang abkürzt. Ne, ist nicht witzig, nicht weiß. Wenn er ein Autor wird und hast dann ein Buch von ST-Range. Wegen Strange? Irgendjemand? Nicht? Okay, gut. Ja, ist auch jetzt nicht da. Ist ja nicht der Premium-Witz, von daher. Also nicht so Premium wie die Witze, die ihr sonst von mir gewohnt seid. Das ist natürlich, ja. Aussteigen? Nee, oder? Hallo. Ach, ja, hallo zusammen. Guten Tag. Zusammen? Hallo. Hallo, wo auch immer du gerade noch. Habe ich da mit die Tür vor der Nase zugeklatscht? Okay. So, ist ja interessant. Warum zusammen? Ich habe gedacht, ich bin alleine Busfahrer. Ich bin alleine. Nee, aber was ich auch strange fand, wenn wir schon beim Thema ST-Range sind. Der ist auch so schlecht. Ich bin neulich Bus gefahren. Also nicht selber, sondern ich war Mitfahrer. Weißt, im Englischen kannst du das unterscheiden. Gescheit, ne? Aber so, ja, ist egal. Wir sind mit dem Bus gefahren als Fahrgast und bin dann so eingestiegen. Ja, zeig zum Busfahrer meine Fahrkarte und sehe den, dass da vorne, also auf dem allerersten Platz, also da, hier, da, direkt, noch so einer vom Verkehrsverbund stand oder wollte meine Fahrkarte nochmal sehen. Ja, da war also quasi ein Kontrolleur vom KVV, saß dann direkt quasi da und, weiß ich, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wenn du im Bus erwachsen 2, so. Wenn du im Bus doch eh deine Fahrkarte vorzeigst. Also vor allem, angenommen, du steigst jetzt ein und zeigst dann quasi dem Busfahrer deine Fahrkarte nicht. Dann kommt der andere und zieht dir 60 Euro ab. Ja, es ist okay. Interessant. So, jetzt müssen wir kurz fragen, ob wir über diese Straße da müssen. Ja, das hätte ich vielleicht eine Haltestelle machen können, ne? Naja, gut. Was willst du machen? Was mit O, ne? Allenstraße, Örz... Ja, Örz, da fahren wir rüber. Da sehe ich uns. So. Ah, fand ich auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit, dass man da so eine komische Doppelbesetzung hat. Ich kenne das tatsächlich eigentlich auch wirklich nur so, dass man dann halt einfach dem Busfahrer seine Fahrkarte zeigt und gut ist. Aber, ja. Ich weiß auch nicht, ob die da sonderlich viel, weiß ich nicht. Okay. Ja gut, das passiert jetzt halt, wenn man Trick 94C-2 Absatz 5 anwendet. Oh, Tag, Kollege. Aber knapp. So, aber ich weiß nicht. Also die haben sich zumindest prächtig unterhalten, die beiden. Ne? Zum hatten sie Spaß bei der Arbeit. Ja, ist ja auch mal was. Bist du nicht immer so alleine. Oh, meine Tür. Ja, oh, meine Tür ist nicht zu. Ist das... Muss ich hier wirklich lang? Oh, cool, dass sich die Tür bewegt. Ach nee, jetzt nicht mehr so. Jetzt geht die nicht mehr. Ach doch, guck mal. Witzig. Gar nicht gewusst, dass die Tür so ihr Eigenleben entwickeln kann. Hat man nicht alles lernt hier, ne? Ja, wo auch immer wir jetzt hier... Also wir fahren einmal durch so das Wohngebiet durch. Eigentlich ist rechts vor links wahrscheinlich. Oh, da ist aber zugig im Haus. Oh, da ist ein bisschen weit. Ja, aber die können ein bisschen laufen hier, ne? So. Ja, ich hab die Ich wollte anmerken, ich hatte die Haltestellenbremse drin. Ja, das ist ein bisschen zugig bei euch. Also, bisschen. Ja gut, das ist hier, sagen wir mal, das Gegenteil von so einem Passivhaus. Aber dieser Vorteil, es schimmelt nicht, wenn da mal ein bisschen Durchzug ist. Wobei, also ich muss feststellen, hier bei uns im Kleiderschrank, wenn es ordentlich zieht, wie jetzt heute gerade auch an dem Tag, wo ich aufnehme. Das ist, glaube ich, 1, 2, 3 Wochen nach diesem Sturm. Die ist schon ein bisschen her, ne? Da war es sowieso extrem. Aber selbst wenn du hier alles zu hast, das zieht schon ordentlich auch durch die ganzen Fugen durch. Also da hat man dann schon so ein automatisches Premium-Lüftungssystem. Ne? Und das alles automatisch im Wohnungspreis mit inbegriffen, ohne Nachrüstung. Ist das nicht eine tolle Sache? So. Was du ja auch gerade dazu bekommst, sind hier da die netten Begrenzer. So. Hier ist ne Schnee. Oieio, der Getriebe jault aber ganz schön. Naja, gut. Ja, ein ZF, schönes. Habe ich vielleicht die falsche. Hätte ich vielleicht Route 38.500 nehmen müssen, weil Route 3 wäre wahrscheinlich ohne diesen Schlenker. Okay. Ja, gut.
Da muss ich mal ganz kurz gucken. Also Wipperstraße. Was kommt denn nach der Wipperstraße? Wipperstraße, Alt-Wolfsburg und dann Allerpark. So. Alt-Wolfsburg. Mhm. Wipperstraße. Warum hat der... Hä? So. Wipperstraße. Da sehe ich uns. Wunderbar. Dann passt das auch wieder. So, du... Ganz schön frech, ne? Da war rechts vor links. Vielleicht. Unter bestimmten Umständen. So, da wahrscheinlich von rechts kommen, müssen wir nach links. Nach Wolfsburg. Genau, in die Stadt. Wolfsburg. Genau. Wenn das passt. So, oh, da. Yeah, Angst. So, ist da frei? Natürlich nicht. Da war jetzt aber keine Haltelinie, deswegen bin ich jetzt potenziell erstmal so weit vorgefahren. Naja, gut, Haltelinien haben vielleicht manchmal doch tatsächlich in Sinn. Aber der Bus kommt nicht aus dem Quark, das ist echt abartig. Den kannst du treten, wie du willst. Ja, vielleicht solltest du mal aufhören, deinen Bus zu treten, ja? Gewalt gegenüber, wie heißen die Fahrzeuge? Ja, wie heißt das mit den Rädern? Gott sei Dank, das mit den vier Rädern, das stimmt halt aber nicht, weil Busse haben ja ein paar mehr als vier Räder. So, ihr dürft ein bisschen laufen. Einstieg heute nur in dem anderen Türflügel, Mensch. Hat er seine Schuhe da dreckig gemacht? Ach, meine Güte. So, was will der? Erwachsen 3. Krasser Shit. So, 3 Zonen. 40 und einen. Bitteschön. Gerne. Du willst nicht mit? Es ist strange angezogen. Ich will die alte Kleidung wieder. Ich werde es eh nicht ändern. Sag mal. Finde ich jetzt aber, fühle ich nicht korrekt von euch. Was, sie bedrängen mich da voll? Finde ich nicht gut. So. Ich würde jetzt aber potenziell versuchen, auf die Spur zu kommen. Ah, nee, ich muss rechts abbiegen. Und das ist noch eine Haltestelle. Ja. Allerpark. Herzlich. VfL Arena Stadion. Oh. Badeland. Sehr schöne Ansagen. Sehr schöne Ansagen. Ach gut, aber fair. Seid ihr alle falsch? Mhm. Mhm. Okay. Okay, ist ja, ich hab's verstanden. Nee, ich komm da nicht mehr mit. Es ist alles für mich. Es ist, ich. Es ist, glaube ich, nicht meine Welt, was die da machen. So. Liebe KI, da vorne mit dem Kennzeichen BSKI. Wollte gerade sagen, begeben Sie sich bitte auf in die Ferne und ja. Vielleicht kann ich sogar schon Fahrgäste mitnehmen. Ich glaube, wobei. Man könnte. Wenn jetzt alle nicht auf die Rechtsabbiegerspur wollen, könnte ich mich da durchzwängen. Guck mal, da kann ich euch sogar schon mal mitnehmen. Hahaha, knapp. Dankeschön, dass ihr rankommt. Finde ich gut. So. Da ich den Blinker-Sound mag, lasse ich den mal an. Weißt du, der ist auch laut, aber er ist nicht so wie der C2-Blinker, der die ganze Zeit mörp, 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 mörp macht, sondern der ist angenehmer. Der klickert. Ich mag das Klickern. Guten Tag, hallo, steigen Sie ein. Hallo. Hallo, wunderschönen guten Tag. Morgen. Ja, nee, morgen ist, je nachdem bei euch, wahrscheinlich ein anderer Tag als bei mir, aber immer dieser krasse Zeitversatz, gell, ist schon interessant. So, wenn noch jemand für euch mit will, war zu spät. Hab schon gehalten. So, da vorne ist, ja, dass ihr innerhalb alle selbst, dass ihr hin, dass die dort alle hinwollen, kann ich nachvollziehen, nicht. Schloss? Ist halt links da denn das Stadion? Das könnte sein. Ich habe mir das vorhin mal ein bisschen auf Google Maps angeschaut, weil wir sind voriges Wochenende, glaube ich, mit dem ICE tatsächlich, genau, sind wir durch Wolfsburg gefahren. Also, wir sind tatsächlich nicht durchgefahren. Hahaha, in Wolfsburg halten die ICEs nicht. Hahaha. ist auch schon wieder ewig her, ich weiß. Sondern wir sind tatsächlich, wir haben da angehalten. Und sogar ein bisschen länger gehalten, weil wir irgendwie zu früh waren und so. Und genau, da habe ich vom Hauptbahnhof mal geschaut, wo das alles liegt. Und dann soll hier nochmal die Karte auf Google Maps verglichen. Also das, dafür, dass das Ganze eine semireale Karte ist, stimmt zumindest so die groben... Also im Bereich Hauptbahnhof fährt man über Wasser und dann kommt man dahin, wo wir gerade sind. So auf dem Niveau kann ich jetzt ja Aussagen treffen, aber insofern stimmt schon mindest zumal die Karte. So. Was nicht stimmt heute, ist meine Sprachausgabe. Die ist leider defekt. An dieser Stelle müssen wir leider auf... die Google Translate Stimme ausweichen.
Hallo. Ich bin die Heyosh-Stimme. Und ich sage Dinge, die sinnvoller sind als Beiträge, die Josh sagt. Boah, das ist grauenvoll, ich weiß. Noch schlimmer als das, was ich sonst... Guten Tag, dass ja, noch keiner... Gut, dass noch keiner beschwert, dass wir zu spät dran sind. So die halbe Stunde, wo wir unseren Bus reparieren mussten. Ja, ja. 5,60. Ja, und danke. Bitteschön. Ein Fahrschein für 5 Haltestellen, bitte. Das ist eine Kurzstrecke. So viel fahren wir doch aber gar nicht mehr. Mensch, Manni. 20 und dann brauchen wir auf 5 und dann nochmal auf 10. Vielen bitteschön. Dank. So. Ja, das müsste eigentlich die rechte Hand von uns. Auch so links, genau, ist irgendwie die Arena gewesen. Und rechte Hand müsste dann irgendwie so ein bisschen, wir sind dann Teile, also Autostadt wird das dann hier auch genannt. Und da müsste dann auch das VW-Werk sein. Das ist knapp hier. Genau. Dankeschön, liebe Ansage. Und ich hab mir das nicht geholfen, das ist dann irgendwie hier rechte Hand. Irgendwie technische Universität. Okay, gut. Also irgendwann kommt man dann da rein. Da stehen auch hier schon. Genau, da steht auch schon ein Hilfspfeil. Für eine Linie tatsächlich zum VW-Werk rein. Werden wir aber. Ja, da geht's auch noch nicht weiter. Weil das noch keine fahrbare Linie ist, sonst hätten wir die natürlich uns auch einmal angeschaut. So, wir tangieren das Ganze nochmal ein bisschen. Da ist ja wirklich keine Ein- und Aussteigen, weil es ja ganz schön viel Betrieb. Ach nee, guck mal, der... Na gut, man kann das schwer unterscheiden, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Da sind durchaus ein paar... Wir geben jetzt sofort Tickets. Tickets, sofort. Nö, guck mal. Was wollen sie denn haben? So, ich kann Ihnen die Tageskarte empfehlen. Da ist das Beste. Ja, weiß ich. Warten Sie mal, ich erkläre Ihnen mal ganz kurz, was wir alles schon im Menü haben. So, wir haben zum einen... Für eine Zone. Ja, das, wenn sie nicht so weit wollen. Je nachdem, wo du hin willst. Also, wir fahren sie nicht mehr weit. Zum Hauptbahnhof. Da könnte das sogar reichen. Alternativ. Haben wir noch einen Stadttarif. Ja, ist auch super. Oder die Tageskarte. Ach, die haben wir gar nicht. Wir haben keine Tageskarte. Okay. Gut, ich weiß, dass du einen Fahrschein brauchst. Ja, okay, gut. Das ist, Einmal nicht so freundlich. Also freundlich sein. Hallo. Das ist auch sehr freundlich. Ich kann doch keine Tageskarte hier raus. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ich habe nur die... Ja, ich wollte dir auch eine verkaufen. Sag, guck mal her. Haben wir was gemeinsam. Ich wollte auch eine verkaufen. Das klappt nur leider nicht. Den habe ich da nicht drin. Ja, dann gibt es halt so eine Fahrkarte. So, bitteschön. Tageskarte kriege ich anscheinend da nicht raus aus meinem Drucker. Hallo. Einmal die Kurzstrecke. Die Kurzstrecke, die haben wir doch, ne? Da sehe ich uns. So, bitteschön. Danke. Und sie auch noch einen Fahrschein, ne? Auch eine Kurzstrecke, das haben wir doch. Bitteschön, so. Alle Leute versorgt. Werden wahrscheinlich auch nicht alle sehr glücklich, aber naja. Er kann mich doch nicht die ganze Zeit anmosern da. Das habe ich jetzt nicht kommen. Dann fahr halt vorbei, Dreckes. Da ist eine Leitplanke. Haha. Der ist bestimmt so, weil man, wenn man dagegen fährt, sie einem Leid zufügt. Ja, definitiv. Ist bestimmt die offiziell richtige Erklärung. So, 202 schon auch noch. Guten Tag, Kollege. So, dann fahren wir hier noch einmal über Wasser. Genau, da. Auf der anderen Seite liegt dann der Hauptbahnhof. Hat er es nicht weitergeschaltet? Stadtwerke. Ja, keine Ansage. Ah, doch. Stadtwerke. Ich habe mich das irgendwie überhört. Du bist ein Dreckes. Ach ne, wir müssen ja auch abbiegen. Ja. Was macht denn der jetzt schon wieder? Stark bremsen auf jeden Fall. Na ja, gut. Ah, jetzt sogar. Ah, er ist ungünstig, hätte hier lang fahren können. Hätte ich ein bisschen Zeit gespart. Na ja, gut. Es sei denn, die wechseln gleich wieder auf meine Spur. Ach ne, die. Blinken auch bestimmt nur, weil sie da vorne dann links auf die Straße fahren wollen, oder? Danke für die rechtzeitige Ankündigung. Oh, Leute. Also ich bin der Bus, ich muss euch hier anschieben, ne? Mein Motor ist auch nicht der stärkste, tatsächlich. Mit meinem guten Euro 2 Diesel oder was ich hier habe, keine Ahnung. Schon ein bisschen älter, das Gefährt. So, könntet ihr... Leute. Auch nicht die schnellsten Kerzen auf der Torte. Ich glaube, so heißt das Sprichwort nicht, aber... Oh, könnt ihr bitte einfach fahren? Kannst du bitte einfach fahren?
Ja, ich will ankommen. So, und aber gerade sagen, es steigen bisher relativ wenige Fahrgäste aus, aber so langsam, so. Also bis auf unser eines Mal, wo wir, naja. Hallo. Guten Tag. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Ich habe keine Tageskarte, ich habe nur Erwachsen 2. Ja, gut. Kriegt so einen Einzelfahrschein. Ich weiß, was sie will, ne? Ich weiß das besser. Sie eins Kurzstrecke. Mhm. Ja. Und dahinter kommt noch was? Was wie? Bitte? Nicht? Ich brauche einen Fahrschein. Ja, ich weiß nicht, dass du einen brauchst, sonst wirst du da von meinem netten Kollegen, der hier auf dem, meine nette Kollegin, die hier vorne auf dem Ding sitzt, werden sie für 60 Euro. Ja, was ist denn? Ja, komm, es hat kein Problem. Das ist auch mega nervig für euch wahrscheinlich, ne? Ja, aber ich mag nicht, wenn Leute unfreundlich sind. So. Wow. Okay. Ja. Aber ich glaube, so ist das, wenn du Busfahrer bist, ne? Da musst du auch damit klarkommen. Ich meine, zumindest hat er noch einen Fahrschein gekauft, ne? Ich brauche einen Fahrschein. Ja, weiß ich. Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeiten zum Nah- und Fernverkehr sowie zu sämtlichen Buslinien. Und jetzt bitte noch einmal in der Geschwindigkeit, dass meine Zuschauer das auch verstehen können. Weißt du, weil meine Zuschauer, die hören mich immer reden und ich labere immer so viel und so schnell, deswegen, ja, die sind das nicht gewohnt, wenn man so langsam redet. Die kommen da gar nicht mehr mit, also weil das so langsam ist. So, ich glaube, ich muss noch, genau, ich muss noch zur Pause fahren oder so, ne? Oh, hört sich schlimm an, gell? Hört sich ganz schlimm an. Ich muss zur Pause fahren. Ein hartes Leben habe ich da, so. Wir laufen ein bisschen nah am Bus entlang, aber naja, was soll's. So, haben wir überhaupt niemanden drin? Ich habe ja noch rausschmeißen müssen hier, ne? Oh, sieht aber gut aus. So, dafür können wir jetzt auch ein bisschen zügiger fahren. Wir haben ja keinen mehr drin. Das sind bestimmt 50 hier oder so, ne? Ja, das machen wir doch locker hier. So, ach guck mal, da vorne wurde hier so ein, der Gebäudesplan. Ich habe das im Bluescreen-Pack drin genutzt. Ja, das habe ich jetzt erst auch nicht, warum ich das erkannt habe. So. Ich stelle mich mal vor den Kollegen. Ich möchte das nicht sehen. Weißt du, andere Leute lassen sich hinterher vergolden und der lässt sich halt irgendwie ver... Metallen. Keine Ahnung. Mal ganz allgemein. Wollen wir keinen Edelmetall hier diskriminieren. So, ein bisschen zu spät, so ganz leicht, aber was willst du machen? So, an dieser Stelle würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder irgendwo da. Genau, das ist der Hauptbahnhof. Da war ich im Zug. Irgendwo. Ich glaube, auf einen der etwas weiter rechts befindlichen Gleise, aber keine Ahnung. Da war es jetzt mal von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich immer noch recht herzlich fürs Zuschauen, habe ich gerade schon gesagt, ne? Ja, ich bisschen Redundanz ist auch eine super Sache. So, wie gesagt, vielen fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach ein nächstes Mal wieder beim Let's Play von Omsi 2. Macht's gut. Oh, da sind noch ein paar andere Videos. Da war also Beta das andere Video und noch ein paar andere, ne? Tschüssi, viel Spaß beim Gucken. Oder beim Abschalten. Und jetzt, abschalten.